Katja Kipping für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir beraten hier über die Hartz-IV-Regelsätze, die Neuberechnung. Und davon sind nicht nur Langzeiterwerbslose betroffen, sondern eben auch arme Rentner oder Alleinerziehende, die aufstocken müssen, oder Asylbewerber. Kurzum, 8,5 Millionen Menschen sind direkt von diesem Gesetz betroffen. Und ich finde, das geht nicht, was Sie hier vorgelegt haben als Regierung. Es geht doch bei den Regelsätzen nicht um ein Almosen, dass die Regierung großzügig den armen Menschen in diesem Land zugesteht. Wir reden hier über das soziokulturelle Existenzminimum. Ich weiß, soziokulturelles Existenzminimum ist ein bisschen ein sperriger Begriff, aber er meint, wir reden hier über ein Grundrecht, nämlich das Recht, nicht nur materiell zu überleben, sondern auch das Recht auf ein Mindestmaß an kultureller Teilhabe in diesem Land. Und diese Regelsätze werden dem Anspruch nicht gerecht. Ich sage es ganz klar, mit diesen Regelsätzen leistet Schwarz-Rot Beihilfe zur Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten, und da machen wir, die Linke, nicht mit. Vergegenwärtigen wir uns noch mal, wie die Regelsätze berechnet werden sollen. Diese Regierung hat sich für das Statistikmodell entschieden. Das heißt, verschiedene Haushalte müssen über 3 Monate hinweg in einem Haushaltsbuch all ihre Ausgaben festhalten. Und von diesen Haushalten nimmt man dann die untersten 5% der Einkommenshierarchie. Diese Gruppe nennt man dann Referenzgruppe. Und da haben wir bereits das erste Problem. Wir wissen inzwischen dank einer Berechnung von Irene Becker, das durchschnittliche Einkommen dieser Gruppe liegt bei 764 Euro im Monat. 764 Euro, das heißt, wir leiten von den Ausgaben, die wirklich arme Menschen haben, die Sozialausgaben ab. Kurzum, wir befinden uns in einer Verarmungsspirale in diesem Land. Und wir als Linke, wir wollen raus aus der Verarmungsspirale. Dann geht es aber weiter mit dem Kleinrechnen. Ja, Sie kommen dann noch mit Abschlägen. Und in der Öffentlichkeit wird ja immer nur von Abschlägen für Alkohol und Zigaretten gesprochen. Was Sie gerne verschweigen im Hause, Andrea Nahles, ist ja, dass Sie auch Ausgaben für Gartenarbeiten als nicht regelsatzrelevant einstufen. Im Klartext heißt das, Erwerbslosen gestehen Sie nicht das Recht zu, in einem Nachbarschaftsgarten aktiv zu werden oder in einem Schrebergartenverein aktiv zu sein oder auf dem Balkon Tomaten zu züchten. Zweitens sagen Sie, Ausgaben für Beherbergung sind nicht vorgesehen. Wir sind uns doch einig, dass es bei dieser Gruppe eh nicht um Menschen geht, die sich mal irgendwie einen Wellnessurlaub im 4-Sterne-Hotel leisten können. Wir reden hier aber darüber, dass man sich vielleicht eine Woche auf dem Zeltplatz mit seinem Kind leisten kann, auch dann, wenn man in Hartz IV ist. Ich finde, das ist das Mindeste, und es macht mich wütend, dass Sie das den Leuten nicht zugestehen. Bewirtungskosten gelten bei Ihnen als nicht regelsatzrelevant. Ja, wir reden doch hier nicht über Essen im Sterne-Restaurant. Worüber reden wir, dass auch Erwerbslose, wenn sie in einem Verein aktiv sind, der sich mal in einer Vereinskneipe trifft, eine Tasse Kaffee leisten können? Sollen die dann immer ihren Instant-Kaffee und die Thermoskanne mit dem heißen Wasser mitnehmen, um sich was zu leisten? Oder wenn Erwerbslose mit ihrem Kind aus der Kita nach Hause gehen und an einer Eisdiele vorbeigehen und alle anderen Kinder eine Kugel Eis wollen, da sagen dann Sie als Ministerin, ja, tut uns leid, Sie sind in Hartz IV, das ist eine Bewirtungskoste, gilt das nicht regelsatzrelevant, ja? Oder nehmen wir die Kosten für Haustiere. Wenn es nach dieser Regierung geht, wenn es nach Schwarz-Rot geht, sind die Kosten für Haustiere nicht regelsatzrelevant. Wer also in Hartz IV fällt, muss seinen Hund womöglich beim Tierheim abgeben. Oder aber er muss sich das Hundefutter im wahrsten Sinne des Wortes vom eigenen Munde absparen. Kurzum, was Sie hier machen, ist eine große Bevormundung über materielle Not. Und wissen Sie, selbst nach dieser fragwürdigen Statistikmethode müssten die Regelsätze mindestens bei 560 Euro liegen, wenn man allein auf die bevormundenden Abschläge verzichtet. Ich sage hier aber auch eins in aller Deutlichkeit. Was diese Gesellschaft braucht, ist eine grundlegende Alternative zum Hartz-IV-System. Und deswegen streiten wir als Linke für eine sanktionsfreie individuelle Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro. Um es zusammenzufassen, Andrea Nahles rechnet die Regelsätze nach Gutdünken klein. Als die SPD noch in der Opposition war, haben Sie all diese Tricks, als Sie Ursula von der Leyen, die Vorgängerin, angewandt hat, noch heftigst als Kleinrechnerei kritisiert. Heute, das kann ich nachweisen, es gibt Zeitungsartikel, ich habe Ihre Anträge, Ihre Redebeiträge, heute wenden Sie das selber an.
Ich finde, das ist schäbig und das ist übler, vorauseilender Gehorsam gegenüber der schwarzen Null von Herrn Schäuble. Ich komme zum Schluss. Wir als Linke, wir werden uns damit nicht abfinden. Wir werden keine Ruhe geben, bis in diesem Land alle Menschen frei von Armut sind. Ja, Freiheit von Armut und Sanktionsfreiheit, das ist das Ziel, mit dem wir für alle Entschiedenheit kämpfen. Und nun geht es bei diesem Tagesordnungspunkt auch über Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Dazu kann ich aus Zeitgründen nichts mehr sagen. Ich will nur sagen, auch dieser Gesetzentwurf bringt etwas Schlimmes zum Ausdruck. Was Sie hier machen, ist eine migrationspolitische Relativierung der Menschenwürde. Und das werden wir als Linke heftigst kritisieren. Vielen Dank. Jana